Moinset, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zum Streamer Live Simulator. Ich mache jetzt erstmal meine Toilette und dann machen wir uns heute ein bisschen dran, Kohle zu verdienen. Ich habe jetzt mal ein bisschen im Internet geguckt, so was andere Leute an Tipps haben, wie man an Geld rankommt. Weil wenn wir so weitermachen, dann wird das ja nichts mehr. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Geld habe ich denn? Ich brauche Medizin, mir ist schlecht, ist mir egal. Wir haben aktuell, ach, wir haben nichts, Alter, wir haben 407. Okay, dann gehen wir jetzt mal zur Bank und holen uns eine Loan, also einen Kredit. Eieieiei. Aber ich habe so viel Geld schon verdient. Wo ist denn das alles hin, Mann? Wo ist denn das? Oh, C-Mail, Alter. Sehr nice. So, wo ist die Bank? Jetzt gehen wir mal zur Bank. Transferieren mal alles, was wir haben. So. Kartenübertragung? Nicht. Überweisung auf Konto? In die Brieftasche übertragen. Auf der Karte. Überweisung auf Konto? Hä? Ach, Überweisung auf Konto. So. Alles aufs Konto. Alles in die Brieftasche. Okay. Einen Kredit aufnehmen. Wir nehmen den übelsten Kredit, der geht, über die übelste lange Zeit. Ja. Und das auch alles ins Portemonnaie. Gut. Damit wandern wir jetzt los. Also wir brauchen erstmal ein paar Wasserflaschen. Warte mal. Wir gehen kurz zu The Mazer. Denn wir müssen ab jetzt so lange wach bleiben wie möglich. Das Game ist genau wie früher. Solange bis man schläft, vergeht keine Zeit sozusagen. Also man kann einfach quasi beliebig lang wach bleiben. Und das ist der Trick, den man ausnutzt. Den haben wir auch schon damals im Internet-Café-Simulator ausgenutzt. Deswegen haben die ja so selten Geld von uns gewollt, ne? Wo gibt's denn hier Essen? Zurück. Solange trudeln halt auch keine Rechnungen ein. Ne? Solange ihr nicht pennt, läuft da nichts. Gut. Mir ist schwindig. Vielleicht bleibt am Ende auch noch Geld für Tabletten über. Mal gucken. Jetzt kaufen wir uns Wasserbotteln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Erstmal 10 Stück nehmen. Und was billiges. Cracker. Auch da nehmen wir mal so 10 Stück von. Ach, Kreditkarte. Oh, lol. Moment. Kann ich das hier machen? In dieser Bank-App? Senden Sie das gesamte Geld auf die Kreditkarte. So. Alles aufs Bankkonto, Ehre. Und jetzt holen wir das aus dem Bankkonto wieder in unser Portemonnaie. Die Geldbeutel. So, wo ist die Bank-App? Da. Jetzt alles wieder zurück. In den Geldbeutel. In die Brieftasche übertragen. Alles. Sehr schön. So. Ach nee, komm. Dann hier raus. Jetzt machen wir die Map einmal auf. Herzlich willkommen. Ihre Gesundheit ist auf einem sehr kritischen Niveau und Sie sind... Oh, Kacke. 1000 Euro von unserer Bank abgebucht. Aus der Bank oder aus dem Portemonnaie? Das ist jetzt mal richtig Kacke gelaufen. Oh nein, verschissen. Ja, das ist natürlich jetzt Kacke gelaufen. Weil das hat uns jetzt einen Dusi gekostet und den Dusi hätten wir gebraucht. Das sage ich, wie es ist. Ohne den Dusi wird das jetzt gleich weit weniger effektiv. Okay, scheiße. Naja, egal. Hilft nix. Dann machen wir ein bisschen Geld und kaufen dann nach. Wir müssen jetzt zu dieser Gestalt. Da müssen wir hin. Das machen wir weg. Okay, das heißt, ab ins Auto. Das ist ein bisschen. Wir können natürlich auch zu Fuß gehen. Aber Auto geht schneller. Wir fahren einfach mal Auto. Ich hab da gute Erfahrungen, was das Autofahren angeht. Bin so müde, ich muss mich ausruhen. Das läuft leider echt scheiße. Man hätte das von Anfang an schon machen müssen. Ich habe jetzt halt einfach zu spät damit angefangen. Wir sind halt schon ein bisschen im Game drin. Und deswegen sind wir schon ein bisschen vorbelastet, denn wir sind schon müde, wir haben schon Hunger, so ein Scheiß. Also ich hol jetzt mal eben die Miner. Und dann bauen wir die auf, dann gehen wir schlafen und ab dann versuchen wir so lang wie möglich wach zu bleiben. Wie es nur geht. Ich fahre mal wieder querfeldein, das wird schon gehen.
Man muss halt nur vorsichtig sein, weißt du? Nicht zu krass, nicht zu schnell und einfach vorsichtig. So, hoppala. Ah, komm, das geht schon. An dem Baum kommen wir vorbei. Ein bisschen korrigieren und dann geht es schon. Sprit ist auch schon fast wieder leer. Ehre. Ich habe gerade jetzt getankt, weißt du? Guck mal, wie die Nadel, wie diese Spritnadel runtergeht. Das ist doch lächerlich. Ich sehe uns schon zurücklatschen, weil wir kein Geld mehr haben. So. Ah, ich pack mal hier. Hier ist schön. So, okay. Let's go. Jetzt gehen wir mal in diesen Laden rein. Ne, wo ist denn das? Wo geht's hier rein? Wo geht's hier rein? Oh, da kommt die Polizei. Hat auch leichte Wegfindungsprobleme. Wo ist denn dieser Laden? In die Alley, ne? Da ist er. Moin, du siehst ja lustig aus. So, Bitcoin-Miner. 1, 2. Schön da rein, bitte. Zack. Kann ich mir noch einen leisten? Einer geht noch, Alter. Nice. Dann geht's ja doch. Dann war's nicht so schlimm. Ich glaube, mehr als 4 brauchen wir erstmal von Anfang nicht. So, ich hoffe, das klappt. Es könnte auch sein, dass es komplett nach hinten losgeht und wir jetzt komplett verarmen. Aber das sehen wir dann. So, ich versuche mal so weit es geht mit meinem Auto zurückzufahren, wenn ich das finde. Da hier gerade wieder so eine Massenkarambolage ist, gehe ich davon aus, mein Auto ist irgendwo da. Nö. Alter, was ist los mit dem Game? Mein Auto. Ach, keine Ahnung. Komm, wir gehen zu Fuß. Da ist mein Auto. Da ist die Bullerei und dahinter war mein Auto. Wir schaffen das. Bin mir sehr sicher. Ich habe da irgendwo an der Wand geparkt. Okay, ich find's nicht. Ich lasche zu Fuß. Komm, was soll's. Man muss auch mal einen Abendspaziergang machen. Weißt du, den 1 Kilometer, den reißen wir auch zu Fuß ab. Wahrscheinlich sind wir fast genauso schnell wie mit dem Auto. Weil wir uns nicht irgendwie festfahren können oder umfallen oder sonst was. Insofern alles cool. Bin da voller Hoffnung. So. Sind ja auch gleich schon wieder zu Hause. Das geht schon. Da dürfte bis dann vielleicht auch schon essen. Also wir müssen dann einmal schlafen, damit das Essen kommt. Das macht aber nichts. Wir sind jetzt eh energiemäßig durch. Gesundheit ist auch schon wieder im Eimer. Da müssen wir aufpassen, dass wir uns vorher wieder verbessern. Denn den Dusi, den bezahle ich nicht nochmal. Ich hätte halt nicht gedacht, dass man wirklich Konsequenzen spielt, weil beim Internet-Café-Simulator ist es einfach scheißegal. Da brauchst du nicht essen, da brauchst du nicht schlafen, da brauchst du gar nichts machen, da passiert nichts. Ne? Hier fällst du halt leider tatsächlich irgendwann in Ohnmacht und wirst krank. Du darfst ja auch gleich pennen, wir sind gleich zu Hause, bleib mal entspannt. Ja, einfach entspannt bleiben. Dann geht es schon. Ich trinke dir aber mal noch ein Stückchen Kaffee. Ja, dann hoffe ich, das klappt, ne? Hoffe ich, das klappt. Die Miner müssten nämlich dann so viel Geld produzieren, dann haben wir halt einen konstanten Cashflow, kommt da permanent Kohle rein. Und wenn wir dann noch nebenbei diese Jobs machen, die Programmiererjobs, die wurden halt auch empfohlen. Programmiererjobs machen, Miner bauen für den konstanten Cashflow, immer versuchen zu streamen und dann auch so lang zu streamen, wie es geht. Das ist der Plan. Ja, dann wird das schon hoffentlich klappen. Und man kann auch den Mülleimer durchsuchen, das habe ich auch gerade noch gelernt, das können wir auch gleich noch machen. Alter, was ist mit der Beleuchtung los? Komplette Katastrophe. Na, Mannequin, du siehst echt gut aus. Hier schon irgendwie Essen am Start? Ne. Was ist hier denn für ein Auflauf? Ah, doch, da, guck mal. Essen. 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 Das gibt uns wieder Energie, guck mal. Da müssen wir auch nicht pennen. Wasser gibt uns Energie. Ja, wie geil ist denn das? Dann brauchen wir auch nicht wach werden, ne? So. Jetzt bauen wir eben kurz die Miner auf. Die packe ich mal hier hin. 1, weil die werden sehr warm. So. 2.
bei. Bitcoin Mining ist auch immer so ein Ding bei ihm, ne? In jedem seiner Games, Bitcoin Miner, das ist Pflicht. Ich glaube, er hat da selber richtig Bock drauf oder so, ich habe keine Ahnung. Ganze Krypto-Kacke, ich finde die fürchterlich. Ohne Scheiß. Das Konzept dahinter, ein dezentrales Zahlungsmittel zu haben, finde ich nice. Die Art und Weise, wie es aber halt gemacht wird, alleine mit den Energieaufwendungen, die da drin sind und so. Naja. Und dann halt jetzt noch diese NFT-Scheiße. Ich könnte im Strahl kotzen. Zum Glück vernichtet sich das gerade selber. Insofern alles cool. So, dann gehen wir mal auf eine Apps-App. Ne? Apps. Dann müssen wir nämlich jetzt hier die Mining-App organisieren. Den Miner, den laden wir, haben ja zum Glück jetzt schnelles Internet, das heißt, das sollte auch schnell gehen. Dürfte nicht allzu lang dauern mit dem Miner hier. Miner dir mal einen ab, Bruder. Erforderliches Programm zum Minen von Kryptogeld. Ja, sehr geil. Ich freue mich auf Kryptogeld. Komm, ein bisschen schneller. Ich habe doch jetzt schon so geiles Internet. Da muss doch was gehen. Da muss doch was gehen, Bruder. Los. Avest. So geil, ey. So, komm, wir nähern uns den 50%. Oh, Tschernobylite. Tschernobylite ist im Angebot, Leute. Ehre. So, 50%. Dip, 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 dip. Tja, musst du den Balken zugucken. Das könnte schon ein bisschen schneller gehen, oder? Ich finde, das ist so unnötig lang. Weißt du, was ist es? Bringt dich doch jetzt kein Stück weiter. Wenn wir wenigstens schon Krypto meinen würden, dann wäre das alles Geld. Alles köstliches, köstliches Geld. Webcam zweifach Zoom haben wir am Start, ey, Ehre. 80%, Leute. Ist gleich soweit. Es ist gleich soweit. Ja, komm, bisschen noch. 90. 92. Ich fühle mich so schmutzig, ich muss duschen. Nix musst du, du musst aufs Klo, das muss reichen. So, Setup ist abgeschlossen. Dann wollen wir den Miner starten. Der spezielle. Schließen Sie diesen Computer in die Stromversorgung an. In der Leitung enthalten. So, dann. 8524. 8524. 8524. 8524, los geht's, Leute. Acht, fünf, zwei, vier. Ist das für alle? Ja. Cool, und dann starten wir mal. Starten. 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 So, Miner sind am Start. Toilette müssen wir immer machen. Muss mal wieder Toilette machen, sonst gibt's LAG. Deswegen eben Toilette machen und nochmal Toilette machen. Gleich hintereinander weg, zweimal Toilette machen, gar kein Problem. Essen und Energie brauchen wir. Da können wir weiter auf Wasserflaschen laufen, das ist gar kein Problem. Und Keksen. Alles für die Gesundheit. Cracker und Wasser, damit kannst du dich über Wasser halten. Und direkt nochmal wieder Toilette machen. Geil. So, unsere Miner sind am Start. Ich glaube, wir können den Computer aus dem Mine. Oh, Alter, wie oft denn noch? Immer wieder die gleiche Scheiße, Alter. So, und wieder hochfahren den Apparat, weil ich zu dumm bin. Ist das nicht ein herrlicher Tag? Hoffentlich sieht die Bullerei meine Miner nicht. Ich habe die gut versteckt. Gut, dieses Fenster, das auch noch offen ist und jeder kann rein und sie klauen. Naja. So, bitte einmal an den Computer. Herzlich willkommen. Ja, wir arbeiten dran. Mit dem Willkommen. Dreht es sich im Kreise. So, wie sieht's denn aus? Miner. Den brauchen wir nicht. Vier Geräte, der kann ruhig draußen bleiben. So, wo sehe ich denn jetzt das ganze Gemeine? Ist ja, irgendwo muss ich das ja auch sehen. Ein Krypto-Wallet oder so. Wo finden wir das? Gut, Krypto-X. Das wird es wahrscheinlich sein. Krypto-X werden wir bestimmt unser Wallet haben. Hier, mein Portfolio. Bitcoin. 0,9. Alles verkaufen. Jetzt mal gucken, wie viel rumkommt.
$52. Ey, wir haben jetzt schon $52 gemacht. Cool. Kann ich auch sagen, was ich machen möchte? Momentan mache ich Bitcoin. Wahrscheinlich kann man nur Bitcoins mounten. Mein. $61. Läuft. Okay, Kohle kommt jetzt auf jeden Fall permanent rein. Damit können wir arbeiten. Das ist schon mal gut. Jetzt würde ich sagen, machen wir eben nochmal so einen Job und gucken mal, wie viel Zeit dann vergeht, wenn wir so einen Freelancer-Job machen und gucken, wie viel Kohle dann reinkommt. Und dann streamen wir wieder. Wir müssen jetzt versuchen, auf jeden Fall regelmäßig zu streamen, mindestens am Tag einmal. Guck, hier haben wir, guck, hier sind irgendwie null. Was ist hier? Hier haben wir auf jeden Fall einen für 80 starten. Code D1KBE. Das dürfte es gewesen sein. Abgelehnt, schade. Code BXB, eine 0. Y. Das wurde zu gewährt, alles klar. Code 7. Ich fühle mich schmutzig, ja, ja, gleich. M. J, jetzt wo ich weiß, dass es wirklich Konsequenzen hat, wenn ich mich nicht um dich kümmere, bin ich da jetzt doch ein bisschen hinterher. Wir wollen ja dann nicht, dass wir verrecken, ne? Code 009 M8. Sehr viele Zahlen diesmal. Abgelehnt, ich habe irgendwo Scheiße gebaut. Oh, das kommt nicht viel Kohle bei rum, ey. Und man muss ja immer dran denken, man muss ja auch Geld ausgeben, um überhaupt den Auftrag zu bekommen, was schon irgendwie witzig ist. 8GP. Geilo, da kommt mir ja $52. Naja, besser als nichts. Stream starten wir auf jeden Fall diese Folge jetzt nicht mehr, wir haben noch 2 Minuten. Na, wobei, eine kleine Runde könnten wir eigentlich nochmal streamen, oder? Komm, wir machen noch einen schnellen Stream. Streamlabs. OPS. Heute machen wir mal ein IRL. Ne, wir machen wieder Game. Komm. Steam noch eben starten. Steam. Dark Souls, los geht's. Starten Sie den Stream, aber sowas von. Jetzt spielen wir schön eine Runde Dark Souls, Alter. Das machen wir jetzt eben noch, damit die Community, weißt du doch, die wollen es wieder sehen. Es hilft nichts, ein bisschen Kohle muss bei rumkommen. So, jemand sagt, dein Stream sind wie Scheiße. Eine ruhige Antwort, aggressive Antwort, aber immer aggressiv, ne? Den winklerischen Style haben wir hier am Start. Wir müssen, damit kann man ja auch glänzen, ne? So. Moin Leute, wir spielen heute Dark Souls. Nebenbei höre ich, wenn ihr im Hintergrund so ein leichtes Rauschen hört, das sind ganz bestimmt nicht meine Bitcoin-Miner. Nein, nein. Sowas gibt's hier nicht. Bitcoin-Gemeine. Opala. Wie denn passiert? Achtung, 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 Achtung und go! Woo! Bestes Level. Da, hier hänge ich dann immer schon. Das ist mein Hass-Level bei Dark Souls. Einfach sagen, oh, das geht ja los. Jetzt müssen wir aufpassen, weil jetzt können die uns echt die Bitcoins klauen. Jo, da bist du mal wieder, wa? W, C, Z, G. W, C, Z, G. Direkt den Hack blockiert, Alter. Meine Bitcoins kriegt ihr nicht, Bruder. So, ist es schwer, ein Stream zu sein? Ist es einfach? Halt die Klappe und schau mir zu. Wie jeder Beruf halt, ne? Du kannst normaler Job so, ne? Einfach ist es nicht, du. Aber, wird schon. Man arbeitet und gewöhnt sich dran, ne? So, oh, verkackt, Alter. Schade. Oh, hier kommen die Spenden reingeballert, ey. Geilomat. Borgelt mir mal die Spenden rein, Leute. Kohle muss rein. So. Ups. Wir müssen dann natürlich gucken, dass wir jetzt möglichst... Oh, Stream Toxicity ist bei 108%, Alter. Was? Heftige Scheiße. Leute, wenn Sie nie Geld verdienen, streamen Sie weiter. Ja, sicher. Ich mache das nicht für Geld. Das ist wirklich so. Aber wo wir davon sprechen, für heute ist da nichts mehr, ne? Stream wird beendet, Leute. Reinhauen. Zack. Okay, wie sieht's denn aus? Ja, ich habe meine Spende erhalten. Cool. Gucken wir gleich mal. Warte. Streamlab.
Lesen, lesen. Wo ist denn die Spende? Keine Ahnung. Egal. Meine Lieben, wir machen jetzt eben kurz einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.